Und hier sind wir auch schon wieder bei The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir über die Hälfte der Inseln fertig. Und wir werden uns jetzt zur nächsten Insel begeben und den Rest fertig machen. Hoffentlich schaffen wir das auch und wir fackeln gar nicht lange. Los geht's. Hier. Und dann wollen wir mal. Wir haben nämlich noch 5 Inseln vor uns, die wir in diesem Part aufdecken wollen. Und dann haben wir die Karte aufgedeckt und dann geht's endlich zu den Dungeons. Ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich. Aber wir schauen mal. Gucken wir mal, wo unser Fischboy ist. Da. Ich wollte eigentlich nicht absteigen. So, Fischboy, gib uns mal die Infos hier raus. Wir haben Bock. Hey, Jungchen, bla bla bla, komm. Flugfelsinsel. Nice. Schon mal was von der Minitendo-Galerie gehört, Jungchen? Um da reinzukommen, muss man erst einen Schalter irgendwo hoch oben auf Tantopia betätigen. Naja, tu dir etwas Futter auf den Kopf, dann wird das schon. Aber erschreck nicht zu sehr, wenn sie kommen. Die Möwen, die du riefst. Haben wir schon. War also eine absolut nutzlose Info. Können wir hier irgendwas machen? Ich glaube im Moment nicht, ne? Nee, im Moment geht hier gar nichts, weil dafür brauchen wir erst ein Item. So, dann segeln wir gleich mal weiter runter. Wir müssen in diese Richtung. Alles klar. So, das müsste unsere Zielinsel sein. So, perfekt. Oh, was haben wir denn hier? Das Geisterschiff. Warum muss es gerade so sein, wie es ist? Wir können das Geisterschiff halt leider noch nicht betreten, weil uns die Karte fehlt. Aber wir werden uns früh genug noch dahin begeben. Aber ich habe unseren Fischboy gefunden, den wir auch gesucht haben. So. Perfekt. Dann komm mal mit den Infos rüber, Fischboy. Wir wollen die haben. Ja, komm, Diggi, hör auf. Isla Cassiope, ja. Ich glaube, die hieß so. Oder heißt so, keine Ahnung. Sag mal, hast du es eigentlich schon mal gesehen? Das Geisterschiff? Ob du es glaubst oder nicht, aber hier kreuzt es auch umher. Und zwar in Nächten mit nach unten offener Mondsichel. Ja, so eine haben wir gerade. Nach unten offene Mondsichel. So, als nächstes müssen wir da lang. In die Richtung des Geisterschiffes. So, ich denke mal, unser nächstes Ziel ist da hinten. Da geht's dann hin. Oder da hinten. Okay, das ist unser nächstes Ziel. Wo war jetzt der Fischboy? Der war doch hier irgendwo. Da hinten.
Ich wollte nicht absteigen. Na komm, gib uns die geilen Infos. Die wollen wir haben. Nautodrom. Jungchen, streust du auch ab und zu mal einen auflockernden Sprung in deine Bootsreisen ein? Du weißt schon, indem du während der Fahrt einfach ZR drückst. Naja, du hast recht, entweder muss einem schon sehr langweilig sein oder man hat einen schweren Sonnenstich, um einfach so grundlos übers Meer zu hopsen. Aber wenn man mit Hilfe von dem linken Analogstick das Ruder einschlägt, bevor man nach einem Sprung wieder auf dem Wasser aufkommt, dann kommt man so schneller um die Kurve. Falls du das noch nicht wusstest, probier es doch bei Gelegenheit einfach mal aus. Das wussten wir aber schon, brauchen wir also nicht unbedingt. Juckt uns halt relativ wenig, aber egal. So, was haben wir hier? Gehen wir da mal hin, mal gucken, was wir hier lösen können. Sag mal, Ahoi! Sag mal, Kleiner, für so einen Steppke in deinem Alter ist das aber ein mächtig schicker Kahn, den du da hast, was? Was hältst du davon, für nur schlappe 30 Rubine ein kleines Spielchen zu machen, na? Ich frage erstmal nach den Regeln. Ich bin zwar kein guter Redner, Steppke, aber hör mir trotzdem gut zu. Es geht nur darum, innerhalb von einem bestimmten Zeitlimit möglichst viele Rubine einzusammeln, die auf den umhertreibenden Fässern liegen und ins Ziel zu kommen. Es gibt zwei Arten von Fässern, nämlich die senkrecht und die waagerecht treibenden. Über die waagerecht treibenden Fässer brauchst du bloß drüber zu fahren, um die Rubine aufzusammeln. Aber wenn du das selber bei den senkrechten treibenden probierst, dann baust du einen sauberen Unfall und erleidest Schaden. Nicht zu knapp. Aber ich erzähle dir bestimmt nichts Neues, wenn ich dir sage, dass du durch Drücken von ZR dein Boot springen lassen kannst, oder? Also merk dir, die Rubine auf den senkrecht treibenden Fässern schnappst du dir, indem du mit Hilfe von ZR springst. Die Fässer treiben hier immer in Ideallinie mit der Windrichtung, also hab auch ein Auge auf die Windanzeige hinter deinem Boot. Dabei darfst du nur das normale Segel verwenden. Anderer Schnickschnack ist verboten. Und wenn du es nicht innerhalb des Zeitlimits ins Ziel schaffst, wirst du natürlich disqualifiziert. Also fahr zügig. Soweit die Regeln. Na, Lust bekommen? Na? Spielen. Warum nicht? Alles klar, dann geh schon mal an die Startposition. Warum denn nicht? Okay, fangen wir an. Nice. Passt bis dato schon mal sehr gut. Hoffentlich schaffen wir es perfekt. So, sehr schön. Vielleicht kriegen wir ein Herzteil oder so. Und hier erwartet uns gleich noch ein dicker Kampf, glaube ich. So, Vorsicht. Bis jetzt läuft das ganz gut. Nice. So, perfekt. Jetzt baut der Lappen natürlich Minen dahin, ne? Ganz schön fies, der Kerl. So, sehr schön, es läuft gut. So, perfekt. So, das sollten wir gerade so schaffen. So, das gibt ein 20 und 150 Rubine. Perfekt. Nice. Alle Achtung, Steppke. Also dann, abgemacht ist abgemacht. Hier hast du 150 Rubine gesammelt. Kauf dir was Schönes davon. Wenn du mal wieder den großen Reibach machen willst, komm jederzeit vorbei. Ach so, hier kriegt man gar nichts. Oh toll, dann haben wir... Oh Gott, du mieser Spast. Das war ja die größte Zeitverschwendung.
Super krass, Alter. Wie unnötig. Tja, sorry, Leute. Das war halt wirklich richtig, richtig unnötig jetzt. Aber da ist unsere nächste Insel. Oh, scheiße, wirklich jetzt? Und hier ist ein Schatz. So, einmal das Futter hinwerfen, dann haben wir fast die letzte Insel. Sehr nice. Guckt euch unsere wunderschöne Karte an. Also bei euch ist sie hier ja unter euch. Die ist fast voll. Treppstieginsel. Nice. Wusstest du eigentlich, dass in Tantopia, der Insel etwas nordöstlich von hier, eine Spezies von Glühwürmchen heimisch ist, die sonst nirgends anzutreffen ist? Sie leuchten so bunt und schön wie ein Regenbogen. Aber nur die wirklich respektlosesten Naturverächter würden es wagen, diese wundervollen Geschöpfe in einer Flasche einzufangen. Ja, gut, brauchen wir eh nicht. Für die GameCube-Version wäre das wichtig gewesen, weil dann kriegt ihr die... dann kriegt ihr erst die Fotobox mit Farbe. Hier haben wir die ja so schon gekriegt. So, irgendwo hier. Wir werden uns gleich umgucken, aber wir haben ja eine Treasure Chart gekriegt, glaube ich. Öffnen wir die mal. So, und jetzt fahren wir einmal daran. Basti, Alter. Oh Gott, noch ein Hai. Ich hoffe mal, das war's. So, und jetzt gucken wir mal, welche Karte das halt hier ist. Moment, war die das? Nein. Ihr wollt das natürlich auch wissen. Schatzkarte 15 ist das. Mal gucken, was wir da rauskriegen. Ah, ein Herzteil. Sehr schön. So, Schatzkarte 15 ist abgehakt. Und wir gehen jetzt mal auf die Treppstieginsel. Wir können hier zwar noch nicht alles machen, aber ich glaube, die eine Truhe müssten wir holen können. Weil da an das Loch kommt... Oh doch, da müssten wir eigentlich doch reinkommen. Wenn wir es richtig machen. So, jetzt können wir hier schon mal hoch. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir brauchen nämlich... Ach, Moment, müssen wir gar nicht. Das brauchen wir aber eh gleich. Aber erst einmal runter. So, einmal schieben. Perfekt, wir sind oben. Vergiss es, Dicky. Da wollte er mich überraschen, Alter. Da wollte er, ne? Er hat gedacht, aber so einfach ist das nicht. Noch ein Herzteil. Geil. So, in welche Richtung geht der Wind? Er geht... Okay. Voll ins Loch. Nice. Alles klar. Bringt hier noch nichts, weil wir haben hier noch ein...
bestimmtes Item nicht, was wir brauchen. Die Treppstieginsel müssen wir uns merken. Mit der Treppstieginsel sind wir noch nicht fertig. So, aber jetzt geht's zur letzten Insel, die wir freischalten müssen. Und dann haben wir die Karte endlich durch. Wunderschön. So, Rupees können wir uns noch holen hier auf dem Weg hin. Aber das wird nur ein kurzer Ausflug zu den Rubinen. So, weil das ist der letzte Ort, den wir besuchen müssen. Und damit haben wir die Karte komplett. Ja, nice. Und wir sind auch in der Nähe von da, wo ich eh als erstes hin will. Zwei Augenriff. Yo, geil. Die Riffe müssen wir alle eh nochmal besuchen. Also kommen wir nicht vorbei. Hier gab es mal eine unfassbar schöne Fee, die einem die Gabe der magischen Energie beschenkte. Aber in letzter Zeit habe ich sie gar nicht mehr gesehen. Aber jetzt, wo dieser grässliche Riesenkrake hier sein Unwesen treibt, kann ich es der Fee nicht verdenken, wenn sie sich in ruhigere Gefilde aufgemacht haben sollte. Oder wurde sie vielleicht gefressen? Nein. Das kann einfach nicht sein. Das heißt, hier finden wir den Riesenkrake irgendwo, der eine große Fee gefangen hält. Den suchen wir jetzt mal, weil den würde ich gerne dann doch schon mitnehmen. Wir müssen halt nur gucken, wo viele Möwen sind. Da. Dann wollen wir mal. Ach, der hat nur vier Augen. Ja, nice, okay. Läuft. Der wird relativ easy. Ja, das war's. Geil. Junge, der du die Winde erwächst. Dank dir wurde ich von diesem grässlichen Monster erlöst. Zum Dank will ich dir ein wenig mit meinen Kräften bereichern. Will ich dich ein wenig mit meinen Kräften bereichern? Gut gemacht, Train, beim Lesen, du Vollidiot. Deine maximale magische Energie ist gestiegen. Sie beträgt nun das Doppelte der bisherigen Menge. Ich bete, dass wohin auch immer du gehen magst, dich ein dir gewogener Wind begleitet. Sehr schön. So, wir haben die gesamte Karte aufgedeckt. Wir sind endlich fertig damit. Jetzt haben wir Sachen zu tun. Wir müssen zwei Inseln besuchen. Wir werden jetzt zuerst... Müssen wir zuerst zu der oder... Ich überlege gerade. Ich glaube, wir werden zuerst zu der Ignis-Spitze gehen. Nee, ich versuche das hier jetzt noch abzuhaken. Beide Inseln. Kriege ich das hin? Ja, wird schwer, ne? Dann holen wir uns jetzt erstmal die beiden Inseln und im nächsten Part geht es dann endlich auf zu den nächsten Dungeons. Und dann nach den Dungeons wird es eine ganz lange Suche nach Sidequests und Herzteilen. Ich werde auch nochmal gucken, was man am Ende der Minitendo-Galerie bekommt. Weil wenn da kein Herzteil oder sowas rausspringt, werden wir die auslassen. Weil das bringt dann nun wirklich nichts, die fertig zu sammeln. Das ist dann vollkommen useless und ist nur eine Zeitverschwendung. Ist halt cool für Sammler, das könnt ihr dann selber machen, aber zu den 100% bringt das halt gar nichts. Perfekt. So, wir haben genau 5 Minuten, um das, was da drin ist, zu holen.
Erstmal nehmen wir aber noch das mit. Ich will euch gleich aber noch was zeigen, bevor wir dann richtig loslegen, da reinzugehen. Weil hier gibt's so lustige kleine Animationen, die sich Nintendo ausgedacht hat. So, noch eine Treasure Chart. Die öffnen wir dann auch so gleich mal. Bevor wir weitermachen. Ja, ich weiß, das kostet uns jetzt Zeit, aber es wird uns nicht umbringen. So, gucken wir mal, welche Treasure Chart das ist. So, weiter, weiter. Da. Öffnen wir die gleich mal. So, es geht los. Jetzt müssen wir den Weg hochfinden. Und wenn ich den Weg hochgefunden habe, zeige ich euch gleich, was ich meine. So, habe ihn gefunden. Jetzt pass auf. Link kann hier nämlich auf die Schnauze fallen. Das ist halt echt cool. So, genug gezeigt. Wir wollen jetzt da reingehen. Da gibt es nämlich ein bisschen was zu tun. Ihr werdet es gleich sehen. So, rutsch einmal, Link. So, vorsichtig sein. Das ist mit die gefährlichste Stelle. Hier müsst ihr ein bisschen langsamer gehen, aber wenn ihr die geschafft habt, dann geht das eigentlich voll klar. Ja, gut gemacht, Link. Wow, Diggi. Dafür kann ich jetzt wirklich nichts. Er ist nicht gesprungen. Richtig geil. So, Vorsicht. Jetzt dürfen wir wieder hier lang. Tja, mit Pech funktioniert das nicht. Weil die Zeit wird nicht langsamer. Und Link hält sich halt dann auch nicht fest, wie wir sehen, sondern er fällt halt einfach runter. Normalerweise hält er sich ja an Wänden fest. Hier fällt er einfach runter. Fragt mich nicht, warum das so ist. Es ist einfach so. Vorsichtig. Och, komm schon, Diggi. Was ist denn dein Problem, Link? What the fuck, Alter? Genau das meine ich. Warum hüpft er denn jetzt nicht? Das hier macht mich schon wieder super salzig. Der hüpft halt einfach nicht, ne? Fall halt einfach nochmal runter. Es ist unfassbar. Was ist das denn für eine Drecksmechanik? Es ist so geil, Alter. Ich komme nicht hoch. Keine Ahnung. Jetzt ist er mal gehüpft, aber das schaffen wir nicht mehr. In unter einer Minute müssen wir das Item holen. Das schaffen wir nicht mehr. So, danke. So, das wird super knapp. Weil wir müssen jetzt noch das Item holen, bevor wir hier fertig sind. Danke, Fledermäuse, das war super. Gott. Wir haben es geschafft. Nice. Und was gibt's für diese Tortur? Alter, komm. Na, ich weiß es schon. Wir kriegen die Eisenstiefel. Du hast die Eisenstiefel gefunden. Sie sind so schwer, dass jeder Schritt zur Qual wird. Aber damit trotzt du selbst der stärksten Orkanböe. So, und jetzt läuft auch keine Zeit mehr.
Aber das war's noch. Das war noch nicht alles. Es gibt hier noch was zu holen. Das werden wir auch tun. Jetzt brauchen wir die Eisenstiefel einmal. Oh, geheimes Loch. So, das war Nummer 1. So, Nummer 2 und 3. Nummer 4. So, einen haben wir aber noch, nämlich den Boss. Na, was machst du jetzt, Kumpel, hä? So, das war's. Easy. Noch so ein nutzloses Ritterwappen. Stimmt, was ich offscreen auch noch erledigen muss, ist dieses, komische Spiel bei diesem komischen Dude in, auf unserer Insel machen und ihn 300 Mal treffen. Das muss ich ja leider auch nochmal machen, weil das beim ersten Mal ja nichts gebracht hat, weil von dem bekommt ihr auch noch ein Herzteil. So, das war's soweit. Wir werden jetzt aber noch zur Ignis-Spitze fahren. Das würde ich hier gerne nämlich noch erledigt haben. Also nicht die Ignis-Spitze machen, sondern erstmal nur dahin fahren. Machen tun wir sie erst im nächsten Part. So, suchen wir mal unser Boot. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Na komm, zeig dich, Boot. Da. So, dann einmal. Der schnellste Weg ist über Draconia. Ihr hört schon was. Das wird später wichtig, aber jetzt geht's erstmal nach zur Ignis-Spitze. So, wir sind da. Ich werde den Part hier beenden, aber wie gesagt, die Ignis-Spitze machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich hier recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir haben in diesem Part relativ viel geschafft. Die Karte ist endlich fertig. Wir haben die volle Magieleiste. Aber im nächsten Part wird es weitergehen. Wir werden uns dann um die Ignis-Spitze kümmern und dann geht es endlich in die nächsten Dungeons. Ich wünsche euch hier noch einen schönen Tag. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Zelda-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und dann sage ich hier nur noch, ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Bis dann, Leute.